Young Players to the Tournament. Ja, James, viel zu viel Information. Dafür, dass der Draft schon so weit fortgeschritten ist. Das letzte Spiel des Abends, Leute. Das Abendland I speak for gegen das Land dreams. neben der aufgehenden Sonne. Wie auch immer. Schöne China Umschreibung. gegen US. Oh Gott, habe ich gestern nur so in Kacke gegriffen. EG gegen VG Gaming, China gegen USA, USA, USA und ein bisschen Kanada und ein bisschen Schweden. Und naja, die letzten Hoffnungen der westlichen Welt, wie gesagt, liegen auf Evil Genius Schultern. Und die Frage ist halt, können sie das Ganze machen? Wir befinden uns im Loser Bracket Final. Das bedeutet aber nicht, dass es Best of 5 ist. Nein, das gesamte Format ist alles Best of 3, außer das Grand Final, was wir morgen, beziehungsweise für uns hier in Europa ist es schon morgen, also sprich heute Abend, sehen werden. Ja, deine Predictions, was sagst du? Ich bin für EG, weil EG meine zweitliebstes Team ist, aber ich Nachdem du denke, dein DK gerade verloren hast, muss man ja, dazu betonen. Also also liebe Viewers, Pip, DK EG mag Fan. ich auch, ja, EG mag ich auch wegen Melk, muss ich einfach sagen. Jedes Team, in dem Melk jemals war, war für mich ein super Team. Also ist mein Grund, warum ich Dota angefangen habe zu spielen. Deswegen, nichtsdestotrotz, muss EG hier einiges rausholen, damit sie gegen VG Gaming eine Chance haben. Und wir werden sehen, wie weit das hier passiert. Wir sehen wieder von VG Gaming den Scylla Prophet und den Super Razor. Der hat ja bis jetzt wirklich alles weggemetzelt. Den Brewmaster sehen wir auf der Seite von EG und den Shadow Shaman rausgebannt. Natürlich Lycan. Und auch der Lich hat seine frostigen Fußstapfen im Kopf von PPD hinterlassen. Auf der anderen Seite haben wir RTZ's Tinker raus, genauso wie Universe, der Tidehunter, die laufende Melone, nicht rauchende Melone, die laufende Melone ist raus. Und genauso RTZ's Naga Siren. Ja, yep. Also, Picks als solches ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut. Und ehrlich gesagt, hier geht's um Platz 2 und 3. Wer hier verliert, ist automatisch 3. Wer hier gewinnt, ist automatisch 2. Und dann geht's nur noch darum, ob man sich von dem zweiten noch auf den ersten verbessern kann gegen Newbie. Und es hängt eine ganze Menge Geld dran. Das heißt, es hat immer so einen bitteren Beigeschmack, weil ich denke, wenn es um richtig, richtig viel geht, gerade gegen so ein Team wie Vici Gaming, wir haben es ja, die Durchführung von ihrem Spielplan ist ja absoluter Wahnsinn. Wirklich wie so ein Ein Uhrwerk. Uhrwerk. Absolut eingespielt Wahnsinn. Und EG, denke ich nicht, dass sie große Experimente hier machen werden. Sie werden Dinge picken, die sie können, für die sie vielleicht auch bekannt sind. Das macht Vici Gaming natürlich einfacher beim Bann als solches. Sie bannen ja schon jetzt die Signature Heroes die ganzen Weg entlang. Müssen wir mal schauen, wer hat sich besser vorbereitet bei den Drafts? Ich denke, da kann eine ganze Menge entschieden werden. Wie gesagt, so weit haut mich nichts von der Rolle. Sei es, Enigma wird jetzt hier noch gebannt. Okay, kann man machen. Wobei ich aber halt sagen muss, wie gesagt, bei Sei ist es halt auch so ein Enigma-Spieler. Entweder spielt kein einziges Black Hole das ganze Match oder macht die Besten der Welt. Muss man halt mal schauen, wie das ist. Es ist wirklich so. Sei hat diese TI schon Matches gespielt auf Enigma ohne ein Black Hole. Nicht Muss man ja gecastet. auch nicht. Ich sag nur, letztes Jahr Puppy, glaube ich, auch Enigma gespielt bis Level 12 und keine einzige Black Hole. Erst als das GG gecallt wurde, hat er Black Hole gecastet, nur um nicht der Wow. einzige Enigma-Spieler sein zu müssen, Muss der noch nie ein Black casten Hole. vor Thronefall. Ja. Wie auch immer, es geht komplett noch durch mit der zweiten Bannstage und Pogna wird rausgenommen, also Evil Geniuses, die fokussieren sich wirklich auf Helden, die Split Push oder Push überhaupt betreiben können, aber das Problem ist, da ist halt noch eine ganze Menge da. Death Prophet wäre noch da für Vici Gaming. Ich denke, den werden wir auch hier wieder sehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Razor, Death Prophet Setup als Core könnte wieder funktionieren. dann bin ich gespannt, wer die Death Prophet spielen will. Das müsste dann RTK sein, weil Scylla ist ja der Prophet-Spieler. Könnte auch sein, dass Prophet dann auf RTK ist und Scylla den Razor übernimmt. Also die drei Spieler sind ja wirklich sehr, sehr flexibel, was die Picks angeht. Bis jetzt aber Nature's Prophet hauptsächlich auf Scylla gesehen und Razor auf Super. Bedeutet, Super ist auch der DP-Spieler. Vielleicht sieht man da jetzt eine ganz andere Strategie. Aber auf der Seite von EG
der Sai Sand King. Und Sai ist wirklich ein Sand King-Spieler, muss ich einfach mal sagen, der unter sehr, sehr vielen guten Sand King-Spielern, wie FY zum Beispiel, wie Fenrir oder auch MMY, raussticht. Also Sai scheint wirklich in jedem Teamfight immer die richtige Szene zu finden, wo er sein Epicenter reinbringen kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Sand King. Ja, und bisher kamen die Picks von Vici Gaming sehr, sehr schnell raus, aber jetzt hier beim dritten, das ist so ein bisschen der richtungsgebende Pick. Naja, dauert es dann doch schon eine ganze Weile. Wie gesagt, Sand King kommt raus für EG. Da haben wir noch einen zusätzlichen Stun. Wir haben Hayataya und Brewmaster als solches. Es ist eine ganze Menge Disable jetzt schon, also fight ready sind sie auf alle Fälle. Okay, Rubik kommt raus. Das war die ganze Zeit, was sie nachgedacht haben. Okay, hätte ich noch nicht erwartet. Ja, Rubik ist hier eine sehr, sehr gute Wahl, muss man einfach sagen. Man kann Burrow Strike sealen, man kann das Epicenter nehmen, wobei ich glaube ich nicht darauf aus wäre, denn der Panda Split ist so einfach zu klauen mit Rubik, weil der Brewmaster, nachdem er wieder zurückkommt, keine Chance hat, irgendwas anderes zu casten. Zumindest muss es sehr, sehr schnell passieren, weil die Casting-Animation von sowohl Drunken Haze als auch Thunderclap sehr, sehr schwerfällig sind. Und Steel hat eine sehr, sehr gute Animation, also guter Pick hier, natürlich wie immer Raster, komplette Skill-Palette, sehr gut zum Stealen und wie ich schon gesagt, der Burrow Strike, also da der Rubik wird für die Stunts zuständig sein, beziehungsweise für den Primal Split Steal. Und ein Primal Split Steal kann einen kompletten Teamfight nochmal rumdrehen, wenn der Rubik-Spieler es super macht. Und FY ist ein sehr, sehr guter Rubik-Spieler und jetzt ein TA. TA Easy. Templar TZ, meinst du? Yeah. Ja, TA ist hier insofern ganz okay, weil bis jetzt keine großartigen Refraction Charge Removals da sind, außer Eye of the Storm vielleicht. Und Edict. Ja, aber der Leshrac muss erstmal in die Mitte kommen. Es geht, glaube ich, ums Mitte-Matchup. Yeah, und okay. Da sieht der Razor, na, ich würde sagen, ungefähr auf Augenhöhe mit der TA rein, durch die C-Blades halt. Aber yep. Auf jeden Fall, TZ ist sehr, sehr guter TA-Spieler und ist der Leshrac vorhin schon gesehen, Edict-Bild, Tower schmilzen. Ja, und Doom nimmt sich jetzt als letztes raus. Das wäre natürlich ganz böse gegen Brewmaster, sowohl als auch gegen TA. Also TA mit runtergelassenen Hosen da zu erwischen, eventuell sogar ohne Refractions, Doom, zack, und am Ende ist sie halt wirklich nichts weiter als ein Target-Dummy, bei Brewmaster halt ohne Primal Split. Im Fight ist es halt auch nicht so optimal. Was Push betrifft, wie gesagt, haben wir bei Evil Genius eigentlich nur die Wards als solches und TA natürlich mit einem schönen Right-Click. Bei Vici Gaming sieht es wieder richtig stark aus beim Push. Wir haben wieder Edict und das hat sich heute schon mal richtig gut bewiesen für Vici Gaming. Razor mit seinem Arcanum Scepter, früher oder später kommt das auf alle Fälle raus. Plus wir haben Nature's Prophet, das heißt nicht nur Push, also frontaler Push, sondern auch Split Push, Global Presence. Void wird rausgebannt. Schau dir das mal an. Void wird rausgebannt und sie picken den Darkseer, weil sie den Darkseer auf der anderen Seite einfach nicht haben wollen. Darkseer auch, glaube ich, Asbach uralt lange nicht mehr gesehen. Also, ich bin sehr gespannt. Universe war mal ein sehr, sehr guter, also noch bei, hilf mir mal kurz, wo war Universe 4EG? Bei... Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, egal. Universe ist auf jeden Fall früher ein sehr, sehr guter Darkseer-Spieler gewesen. Und vielleicht ist es jetzt so eine Art kleine Pocket-Strat mit dem Darkseer, die sie jetzt raushauen im Game 1, um sich vielleicht ein bisschen den Headstart, also hier den Vorsprung zu sichern, was Game 2 und vielleicht sogar das Game 3 dann betrifft, sollten sie soweit dann auch kommen. Also Darkseer, interessanter Pick, bin gespannt, die Synergie ist nicht zu 100% da, klar, Sand King Sand kann King da, Synergy ist gut. Ja, die Sand King, aber der Rest fehlt so ein bisschen. Du hast keine Ravage, du hast keine Black Hole, du hast nur den Sand King, auf den du dich verlassen musst in diesem Falle. Und ich bin gespannt, wie gut sich das hier rauskristallisiert. Darkseer kann Counter pushen mit der Shell auf den Creep, aber auch das ist eher suboptimal, was das angeht. Und Darkseer braucht Level, das ist auch noch ein Nachteil. Und yep. Ich weiß nicht, ob er die bei dem Pusher-Lineup kriegen kann. Also müssen wir mal schauen. Darkseer als solches ist gar nicht schlecht für die Lane und so weiter. Es hält einiges zurück, aber okay. Center Warrunner. Das ist ganz interessant. Das hätte ich nicht erwartet. Also, Center Warrunner war überhaupt nicht auf meiner Liste für den letzten Pick.
Ist überraschend auf jeden Fall, aber gibt die Initiation Power, die VG Gaming hier vielleicht für den einen oder anderen Teamfight braucht, denn Teamfight-technisch gesehen sehe ich Evil Geniuses deutlich vorne. Ja, Darkseer, Sandling, also beide Drafts gefallen mir auf alle Fälle, sie haben ihre Vor- und Zurückqualitäten, also je Pro und Cons sind relativ gleich auf beiden Seiten, muss man einfach so sagen. Es wird sehr viel im Laning hier entschieden und wie schnell VG Gaming wieder Tower kriegt und wie sehr EG an seinen Towern hängt und die dann halt entsprechend verteidigt. Das ist so die größte Frage, was dann hier wirklich passiert. Ich bin sehr gespannt, weil ohne, also bei Pagna haben wir gesehen, 5 Minuten 30 war es, glaube ich, als der erste Tower auf der Top-Lane fiel, als die Aggressive Try gegangen sind. Dieses Mal glaube ich nicht, dass es so schnell passiert, aber sollte vor Minute 10 passieren auf der Seite von VG. Ja, und ich nehme einfach mal wieder die Radiant-Seite, weil ich sonst immer mit Dire anfange. Wir haben FY hier auf dem Rubik, dann haben wir Super auf dem Razor, gefolgt von Fenry hier mit dem Leshrac. Dann RTK spielt Center Warner und der letzte Verbleibende noch in der Basis, hier stehende Sylar natürlich auf dem Nature's Prophet. Ja, dann nehme ich The Americans, Evil Geniuses, Mason, der neue alte Carry-Spieler, für 4 reingesprungen vor circa 3 Monaten, 4 Monaten auf dem Safelane Brewmaster. Dazu haben wir Zai, wie vorhin schon angesprochen, auf dem Sand King, wird sich um Stacken kümmern. Artisi sichert hier so ein bisschen den Jungle für Zai auf der Mitte TA. Dann haben wir noch Peter Pandam, das Mastermind, so ein bisschen hinterm Drafting von Evil Geniuses auf dem Raster. Und das bringt uns natürlich zu Universe, der wie immer den Offlaner spielt, dieses Mal auf dem Darkseer. Mit einem Wikinger-Set, so wie es aussieht. Wikinger-Set, ja, es sieht eigentlich ziemlich genial aus. Das Problem ist, er dreht sich gerade so komisch zur Rex hier, aber ja, man kann es trotzdem noch sehen. Es sieht eigentlich ganz genial aus. Kann man machen. kann man sich zulegen. Ja, definitiv. Und jetzt haben wir erstmal hier RTK sicher, die Top-Rune ist auch top. Und ist sogar eine Haste-Rune, eine ganz interessante Rune für den Anfang. Hat aber Sai gesehen, also Sai weiß da schon Bescheid. Der fliegende Schwede hier, müssen wir mal schauen. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Sai hat auch so ein bisschen Up-and-Down-Performance bei EG, meiner Meinung nach. Also müssen wir mal schauen. Und Mason, wie gesagt, wird halt immer noch mit 4 verglichen. Und da es halt auch für ihn geht, halt wirklich hier viel zu beweisen. Plus, hier in Seattle sitzen die ganzen Amis und schreien USA, USA. EG wäre halt wirklich als amerikanisches Team ganz insgeheim im Hinterkopf, wünsche ich mir eigentlich nicht, dass ein amerikanisches Team die TI gewinnt. Ganz einfacher Grund ist, weil ich kann mir nicht ein Jahr lang antun, sagen so, NA Dota, Best Dota. Das würde mich total fertig machen, weil der Fakt ist einfach, dass nordamerikanisches Dota ziemlich scheiße ist. Außer Liquid, die überraschenderweise relativ gut performt haben mit Wildcard etc. etc. Plus EG, die aber natürlich halt auch ja europäische Elemente natürlich mit drin haben, von Management bis hin und her. Wie auch immer, Fenrir findet hier erstmal PBD, hier ein paar Right-Clicks und dann kommt sogar noch ein Split Earth, findet ihn, reicht aber nur noch für einen Right-Click. 50% HP, Tanko kommt raus, okay. Kann man machen. In der Zwischenzeit RTK kriegt ein paar Hits von Mason, aber Herrgott, es ist ein Stout Shield plus ein Punkt in Return. Also das ganz normale 6.8 Bild kommt hier raus vom Center. Und wie gesagt, müssen wir mal schauen. Also, ja, nochmal zurück zu dem Thema. Also ich wünsche trotzdem EG natürlich auch der letzte Verteidiger der westlichen Welt in All Chinese Final. Ist halt auch so ein anderer Geschmack. Also mir wegen kann Nubi gewinnen und EG einen zweiten machen. Das ist so, das ist meine persönliche Einstellung dazu. Aber ja, Nubi auch nur, weil sich das wirklich verdient. Aber jetzt haben wir hier ein Go auf Mason. Telekinesis da, Split Earth gleich in der Nähe. Aber Sai hat das Ganze natürlich erstmal unterbunden. PBD schmeißt sogar noch ein Hayataya raus. Aber nein, am Ende ist das wirklich nur ein bisschen off. Im Vergleich hat Mason da ein bisschen mehr Schaden gekriegt in Summe als RTK. Aber Herrgott, es geht für beide einfach weiter hier. Tri-Lane gegen Tri-Lane. Jetzt müssen wir mal in die anderen Lanes schauen, bevor, hoffen wir mal, dass es da oben nicht weiter hier knallt. Wir haben Artisi in der Mitte. Oh, gerade eine ganze Menge Damage gestohlen. Hat aber natürlich eine Invisibility Rune. Super ist hier 12 und 5. Und wir haben 6 und 2 auf Artisi. Also Super macht da einen richtig super Job mit Artisi rauszonen. Dann haben wir natürlich den direkten Vergleich Universe gegen den Furion, also gegen Sylar. Auch Range gegen Melee. Wie schaut's aus? 12-2 und auf Universe 14-0. Also Universe Lane sieht relativ gut aus. Genauso wie hier oben, da ist auch relativ ausgeglichen. Wobei Mason
naja, nicht ausgeglichen. Das ist totaler Bullshit, was ich labere. Er hat 4-0. Ich habe wirklich gedacht, das ist mehr. Oh, sehr schöner Stun hier von Fenrir. Die Knight hat da wirklich den Helber-Smasher zu Mason, der wirklich händeringend nach XP und vor allen Dingen nach Farm sucht. Denn ein Brewmaster braucht zwar nicht viel, aber er braucht immerhin etwas, um gefährlich zu werden. Und die Offensive Tri-Lane hier ein bisschen unkonventionell mit Centaur und den beiden Supportern, aber es klappt. Sie halten Mason wirklich vom 17, Farm 8. ab. Ja, 17-8 und Mason, der da steht mit 4-0, hat kein CS gefunden. Das Problem ist einfach, sie haben viel zu viel. Wir haben dann Level 1 Double Edge, wir haben ein Split Earth und ein Edict, was noch hinterher ticken kann. Wir haben noch Fateball plus Telekinesis, die ganzen Right-Clicks, die da auf Mason kommen und so weiter. Er hat jetzt schon ein passives Bild als solches und obwohl er im Hintergrund zwei Backups hat und wow, wie ist das gerade passiert? Sprout. What? Mensch, ich bin ja so schlimm wie Tobi jetzt schon. Verpasst Sprout und Sprout und das Universe hatte kein Tango mehr, wahrscheinlich zu weit unten gewesen, ein paar Tower Hits noch reingekriegt und dann mit Sprout gefinished, mit den Treants vielleicht noch. Also Face Boots sind auch noch ganz gute Damage. Oh, aber jetzt sei wird hier im Dschungel gefunden. Oh, da kommt ein Stun. Fenrir kriegt vielleicht noch sein Split Earth hin. Nein, ist nur ein Right Kick, aber wie gesagt, das hätte ich in 10.000 Jahren nicht erwartet in der Mitte. Oh, da tippt sich Sylar erstmal jetzt direkt zur Regeneration Rune. Castet das sogar noch was, also perfekter Use von der Regeneration Rune. Ist dann endet mit fast voll Mana. Nicht ganz voll, weil am Ende, ja, der Setter interrupted ihn. Aber wow, das ist zum Beispiel so eine Situation, die habe ich einfach verpasst, weil ich es nicht erwartet habe, dass ein Darkseer zu einem Furion Level 3 stirbt. Das ist was, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Außer in einem Pub. Ja, wir sehen in der Mitte, sehen wir ganz klar, also der Static Link macht Artisi das Leben zur Hölle. 11 zu 6 nach fast 5 Minuten, also das will kein Mittelspieler haben, das sind 2 CS pro Minute und Super ist mittlerweile mit 25 fast unterwegs und ganz klare Lane-Dominanz hier von Super, der fast Level 6 ist, Artisi noch nicht mal Level 5 und ja, so. Artisi wird es ganz, ganz schwer haben hier. Das Problem ist halt, dass du dass es nicht disjointed wird von zum Beispiel Invisibility. Meld. Ansonsten könntest du einfach Meld anmachen und vorbei wäre die Kacke, aber du stehst dann halt immer noch da und wirst komplett leer gesaugt. Das ist halt das größte Problem am Razer. Deswegen ist Razer als Laner halt so schwer zu meistern. Und naja, also mit dem First Blood, das sich Sylar hier gemacht hat, er ist Level 7 in der 5. Minute. Richtig gut. Theoretisch, wenn er noch richtig gut wäre, könnte er noch die Treants verwenden und an der Seite hier noch das kleine Camp mit Treants farmen. Noch ein bisschen für mehr CS. Er hat Mana, Level, alles dafür. Artisi findet sich jetzt hier erstmal und versucht auch noch ein paar CS zu finden hier an einem gesteckten Camp. Jetzt kommen hier noch die Creeps, die werden jetzt noch vom Sandstorm dann niedergemacht. Sei findet ein bisschen Farm, aber insgesamt EG steht einfach nicht gut da. Der Einzige, der wirklich gut CS hat, ist Universe. Also, er hat zwar den First Blood hier vergeben, aber wenigstens ist er beim CSen gut, aber danach folgt gleich halt die Liste. 29, 21, absoluter Wahnsinn. Oh, jetzt hier Sei, Telekinesis, Earthsplitter und... Oh Gott, Razer kommt vorbei. Plasma fehlt, beendet die ganze Sache. 2-0 für VG. Teure Rune, sehr teure Rune, also da hätte Sei gar nicht wirklich drauf gehen müssen. Also ich meine, er hat kurz bevor die sich die Rune geholt hat, gesehen, oh, die sind da, hätte Burrow Strike müssen, zwar defensiv, also ja, das war ein Kill, den muss man nicht abgeben und VG, das was ich vorhin angesprochen habe, im letzten Game, ein Kill geholt, alles klar, lass mal Tower pushen. Ja, und Edic, Level 2, schau dir mal an, wie der Tower stirbt. Das ist eine Creep Wave, 4 Heroes, die Treants und ein Edic, was da oben drauf tickt. 6,5 Minuten, Vigis Spielplan geht wieder auf, wie gesagt, wie ein Uhrwerk und auch EG hat bis jetzt noch keine Antwort darauf. Laning gewonnen auf fast allen Lanes, also wie gesagt, CS, nur Universe konnte da mithalten vom CS her mit seinem Gegner, hat dafür aber, um ganz sicher zu gehen, dass es da auch verloren ist, das First Blood weggefeedet. Und jetzt hat sich halt Vigi einfach den ersten Tower geholt, holt sich den Goldvorsprung jetzt auch noch mit, noch nicht mal in der 10. Minute oder so, ein ganz zeitiger Tower und super farmt jetzt hier einfach weiter und es ist auch nichts, was ihn davon irgendwie abhalten könnte. RTK ist auf gutem Weg zu einem Deck und jetzt kommt aber hier so diese Flankierung. Jetzt müssen wir mal schauen mit Fenrir und FY. Das wird ein interessanter Fight. Oh, und sie gehen auf RTK. Der wird hier Hayataya reingehalten. Da ist aber, oh, mal schauen, ob sie auf Mason gehen wollen. Aber Mason, er ist halt noch nicht Level 6. Jetzt FY, der letzte Right-Click. Okay,
Sie füttern zwei hier weg. Da kommt aber jetzt super Plasma Field. Trifft zumindest Sai und jetzt noch Static. Aber das bricht natürlich gleich ab. In der Zwischenzeit, oh, Universe, wunderbar. Und da Aethershock, PBD holt sich den dritten. Also, EG zeigt ein Lebenszeichen hier zurück. Ein Kampf, drei Kills und niemanden verloren. Mason hat zwar immer noch nicht Level 6. Mit Level 6 wäre das ja ein deutliches Ding gewesen. So hatte ich ein bisschen Angst, aber sie haben mich überzeugt, haben sie sehr gut gefightet. Aber Sylar, schau dir das mal an. Sie wissen, dass da einige Heroes zurück zur Fountain gehen. Das ist das Lustige. VG, keine Ahnung, sie profitieren von jeder Situation. Gewonnener Fight, wir holen uns einen Tower. Verlorener Fight, ah, die müssen zurück zur Fountain wegen Mana HP. Wir holen uns trotzdem einen Tower. Das ist halt das Geile an VG. Sie wissen, das Spiel des Gegners einfach zu lesen. Und damit geht Tower Nummer 2 down. Super, kriegt den Last Hit. Und das wird natürlich auch, ja, ganzteilige Mech auf ihm. 8 Minuten. Er hat schon halt Side-Items zwischendrin. PTs, Aquila. Jetzt kommt hier Ring of Region, Branches. Und im Kurier ist, ja, kompletter Buckler plus Headdress. Ja, und dazu haben wir unten ein Go auf Arteezy. Und Arteezy versucht sich da raus zu tippen. Es funktioniert nicht. Arteezy ist down. 3-3 gleich gezogen. Und ich fürchte, wir sehen dasselbe Schema. Ein Kill, Tower. Dritter, ja, Tier 1 Tower. Wieder schon, also wie oh, jetzt, aber da ist ein Go. Fenrir, sie benutzen Stampede, damit er wegkommt. Ja. Also, da oben, sie kriegen nicht mal den Kill für den Tower. Und der Tower halbe HP, bevor hier irgendeine Rotation kommt. Universe kommt rein, aber oh Gott, ich denke nicht, dass Vici sich von einer Iron Shell irgendwie beeindrucken lässt. Hier, ganz kurzer Prozess für RTK. Double Edge, Level 4 auf die Iron Shell. Damit ist das ganze Ding removed. Und sie gehen sogar auf Tier 2. Einfach, weil sie es können. Das ist absoluter Wahnsinn, wie Vici hier macht. Das wäre noch vor der 10-Minute-Marke. 4 Tower holen, den Goldvorsprung. Den will ich mir gar nicht ausmalen. Wir swappen einfach mal ein Network rein, währenddem sie hier auf dem Tower rumhacken und EG nicht antwortet. Und dann hinterher zeigen wir euch die Graphen in 30 Sekunden, wenn es geupdatet ist. Aber wie gesagt, EG findet nicht die Antworten. Und das Lustige ist, es spiegelt, DK hat keine Antworten gefunden, EG hat keine Antworten gefunden, also wie Vici hier durch die Teams durchzieht, sich diesen Early Gold Advantage halt beschafft, ist absoluter Wahnsinn. Und was ich noch, also wirklich, nicht nur die Spielweise finde ich wirklich unglaublich von Vici, sondern die Items, die jetzt schon nach 10 Minuten da sind. Ich meine, wir haben einen Blink Dagger und einen Ring of Health plus Tranquil Boots auf dem Centaur. Wir haben ein komplettes Mech plus Aquila plus 300 Gold auf dem Razor. Und wir haben kommt auch noch hinterher. Sie kriegen noch mehr Sustain. Ja. Wir haben auf Sylar Face Boots Orchid nach 8,5 Minuten gehabt. Also das nenne ich wirklich effektives Farming. Ja, 10 Minuten, 4 Tower. Sie können jetzt sogar wählen, Tier 2 Tower oder Roshan. RTK jetzt mit dem Blink Dagger fake dann noch die ganze Sache. Aber hier schaut ihr das an, Edik immer noch Level 2. Er hat bis dahin kein Level gefunden, nicht keinen einzigen Creep Level gefunden sozusagen. Das sind 5 Tower in 11 Minuten. Jetzt zeige ich einfach mal das Update. VG hat 1000er XP Vorsprung und was Gold betrifft 7500. Arbeiten an den 10.000, ja, ich rede keinen Bullshit, es sind 10.000 Goldvorsprung in 11 Minuten und jetzt geht's ran hier, zack, an den Tier 3 Tower. Jetzt muss EG reagieren, jetzt Blink Dagger, RTK, aber oh, da ist ein schönes Vakuum und natürlich Hayataya. Jetzt kommt Panda Ulti raus, Boulder Toss, Teezy ist ja noch gestunt worden, TA, hier ist nochmal der Meld. Sie kriegen immer noch RTK nicht down, einfach zu tanky, obwohl noch der Burn vom Panda kommt. Jetzt ist super, versucht sich da zurückzuziehen und schönes Epicenter, macht eine ganze Menge Schaden, aber die Mech natürlich, die zeitige Mech, die da draußen ist, Teezy ist hier gefangen, ist gestunt. Dann muss ich zurückziehen, aber am Ende Double Edge. Die Range von Double Edge ist einfach der Wahnsinn. 4-3 und sie können wieder reingehen. Sie haben genug Sustain, sie haben Arcane, sie haben Urn, sie haben Mech, sie haben genau alles, was sie brauchen. 12. Minute, es ist unglaublich. VG arbeitet am Tier 3 Tower und es scheint so, dass EG keine richtige Antwort findet. Nicht mal mit einem Panda Ulti. Am Ende FY stiehlt hier sogar noch. Oh mein Gott, wie kann das nur passieren? Mason geht rein, aber FY hat nicht genug Mana für das Panda-Ulti. Mason, aber jetzt eine ganze Menge HP fehlt ihm da. Negative Earn Charge und Sylar, das beendet die ganze Sache. Plus Hayataya, man fällt und Sai muss jetzt hier auch noch. Oh, schöne Double Burst Strike und Universe natürlich eine ganze Menge Schaden mit der Iron Shell. Aber jetzt
Der Rubik, nein, das ist nicht Mason, sondern es ist Rubik. Rubik hat das Primal Split Ultimate. Großer Fehler von Mason und Edik. Frisst sich durch die Rex durch. Wir schauen hier wirklich auf eine 13 Minuten Rex von Vici Gaming. Deutlicher kann man überhaupt kein Ausrufezeichen malen. Arteezy als einziger Defender. Der Rest ist irgendwo unter Fountain regenerating. Und VG geht hier raus. Fight gewonnen, 7-3, kein einziger ist gestorben, alle Core-Items, Core-Abilities, alles hat geklappt, wunderbarer Fight, Positioning, super genial, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Rex, 12 Minuten, easy, live. Leck mich fett, ich bin ein Ogre-Magier. Also jetzt gerade fehlen mir echt die Worte, muss ich jetzt wirklich mal sagen, das ist wirklich perfekt. Das ist wirklich perfektes Dota, was VG hier spielt. Das, da kann man einfach nichts sagen. Also es ist auch, ich meine, was im Teamfeld mir noch aufgefallen ist, beim ersten Primal Split von Mason, er wollte reinblinken, hat Shift Q gemacht, er wollte reinblinken und dann sofort den Panda Ulti ziehen. Aber das Plasma Field von Razer hat den Blink gecancelt und somit ist er hinter den Rex in den Primal Split gegangen, obwohl der Fight vor der Base war. Bedeutet, der Panda Ulti. Ja, Mason überhaupt. Auch dass er hätte dort zurückgehen müssen und nicht dann noch dem Rubik das Primal Split geben. Also. Vor allem das Primal Split hat er bekommen, nachdem Mason aus dem Fountain wiedergekommen ist. Ja eben, er hätte dort einen Thunderclap in der Fountain machen können. Das verstehe ich halt nicht. Also, das ist ein großer Missplay, den man eigentlich von Pro-Playern nicht sieht. Ich glaube, wenn du so gesteamrolled wirst, dann, keine Ahnung, dann machst du Fehler. Ja, aber jetzt in der Mitte haben wir dann Go Arteezy und da kommt Sylon noch mit rein. Er wird gesilenced und da ist es auch schon geschehen mit dem Refraction. FY hat auch noch Refraction und da kommt der Melt-Hit und macht überhaupt null Schaden, ganz easy gegen Arteezy. EG verliert hier ihren Starspieler und was soll ich dazu sagen? VG, soll das jetzt wirklich heißen, sie gehen noch auf mehr Top Racks, High Ground? Ja, Sai sitzt da, schön im Sandstorm, versucht einiges zu machen, aber das sind Necro Warriors. Leider nur Level 2, also keine Vision auf Sai. Geht aber jetzt auch hier zurück. Naja, das ist leider für Sailor. Also, das wäre jetzt genial gewesen. Sai stellt sich dahin mit Sandstorm und dann kommt direkt als Antwort Level 3 Necro Units in der 15. Minute mit einer Orca oben drauf. Genau, genau. Genau, das ist ja das Banal, also das Unfassbare daran. Yep. Also, ich meine, klar, hast du recht mit dem Leider. Die Vision wäre wirklich mehr als nur Gold wert jetzt im Moment, aber muss ich das mal vor Augen fühlen. Necro 2 Orchid Face Boots nach 15 Minuten. Oh, jetzt sind wir noch hier eine weiter. Schau das mal, die Necro Units, hier kommt noch eine Pipe raus. Ich kann das gar nicht glauben. Der Center hat auch noch eine Pipe fertiggestellt. Sie haben, das ist Wahnsinn, was sie an Sustain haben. Sie haben Irn, Mac, Pipe, Orchid, Necros fürs Pushen. Dann haben sie jeder Stick Charges. Sie haben die Ultimates, Watten. Das ist perfekt, wie das überhaupt verteilt wird und ich bin kein VG-Fanboy. Herrgott, nein, ganz weit davon entfernt. Jetzt farmen sie erst einmal hier noch die Sidecams oder die Midcams vom Enemy Jungle. Haben natürlich fast 50%, 60% Schaden auf die Range Racks. Da ist sogar noch eine Siege Engine, die ganz tapfer weiterkämpft. Wie gesagt, die Rex hier regeneriert sich, aber ich denke, dass VG Gaming hier gar nicht lange warten wird, weil, oh Gott, da geht Mason sogar raus. Kommt da was? Oh, Mason, Telekinesis, Primal Split ist die Frage. Hat das? Er kriegt's nicht durch. Da ist die Orchid. Die Orchid kommt raus. Mason stirbt. Oh mein Gott. Buyback ist nicht da. 400 Gold short. Das ist doch nicht zu glauben. VG Gaming holt sich wahrscheinlich hier auch noch die Rex, weil Mason einfach sich weggefüttert hat. Das sind 20 Sekunden ohne Mason. Sie gehen zuerst auf die Melee-Rex, aber schau dir das an. Razer hat natürlich auch 84 Damage gestohlen gehabt von Mason und damit gehen sie jetzt rein. Das Lustige ist, das ist noch nicht mal Arcanim's Scepter auf Razer, auch wenn er das Gold jetzt dafür fällt hat. 2400 Gold. Ist da irgendwas im... Ja. Im Courier? Nein. GG wird gecalled. Das ist die richtige Entscheidung. Also, 16 Minuten. 2 Rex, 9-3 und auf die Grafen 5000 Vorsprung, fast 20.000 Vorsprung in Gold. So schnell kann es gehen. Wir haben uns alle auf dieses Match gefreut, aber Vici, die setzen hier absolute Akzente. Sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Nicht in einem Loser Bracket Final. Hier wird entschieden, wer wirklich potenziell der Beste in der Welt ist. Und EG war einfach nicht ready für das, was hier gegen sie kam. Vici Gaming. Perfekt. Das einzig Positive, was EG daraus jetzt ziehen kann, ist ganz einfach, es war ein nur 15-Minuten-Match. Das ist das Positive. Wäre es ein 60-Minuten-Match, wäre EG jetzt ausgelaugt. Die wären ein bisschen runter, die wären aus ihrem Rhythmus. Nach 16 Minuten kann man einfach sagen, okay, alles klar, Pubstomp, abgehakt,
Game Nummer 2, Game 1 gab es zwar nicht. Nach 60 Minuten ist so eine Niederlage viel, viel bitterer. Also ich würde sagen, das ist einzig, wirklich, das ist absolut einzig Positive für EG. Und ich hoffe einfach, dass in Spiel 2 EG nicht so vernichtet wird. Und was sie dazu jetzt sagen hier im Panel, da schalte ich euch wieder rein. Zurück nach Seattle. Spiel Nummer 2 kommt in gefühlten 5 bis 10 Minuten. Bis gleich.